Servus, grüß dich an der Los, sagt der DJ Nick. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Prison Architect und unserem Hochsicherheitsgefängnis. Ja, also insgesamt schaut schon ganz gut aus, was habe ich da gerade gesehen? Ausstatten, Zigaretten. Zigaretten haben es beim Fanny erwischt, Mann, Fanny. Ja, wir haben die Werkstatt so gut wie in Gang gebracht. Es arbeitet noch niemand, weil ganz haben wir noch nicht fertig. Also ich wollte es schon fertig einrichten. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt so stimmt, aber ich werde jetzt mal hier versuchen, nochmal Kreissäge. Ich habe echt keine Ahnung, ob das die richtige Reihenfolge ist. Vielleicht sollte man es einfach einmal ausprobieren. Ich überlege jetzt gerade, da gibt es diese Programme. Sicherheit in der Werkstatt. Werkstatt sitzt ist da, benötigt Tischsäge, Hydraulikpresse. Das ist das hier, oder? Tischsäge, Hydraulikpresse frei wie praktisch leicht. Tischlerlehre. Qualifizierte Häftlinge können mit Hilfe des Erlernens hochwertige Holzobjekte an der Werkbank herstellen. Jeder Teilnehmer benötigt Werkbank. Das ist das hier, oder? Ja, das ist die Werkbank. Verstehe. Okay. Haben wir aber keinen, der interessiert ist. Und da haben wir einen. Okay. Ja, mei, dann würde ich sagen, machen wir das halt einfach jetzt einmal. Vielleicht interessieren sich ja da noch mehr. Dann brauchen wir ja eigentlich die Werkstatt einen Moment nicht mehr einrichten, oder? Nö, brauchen wir eigentlich ja nicht. Was ich mir noch mal überlegt habe, das habe ich im Vorhinein so gesehen. Wir haben hier, also ich mache mal Pause. Ich sehe genau, ob wir das hier mehr sichern sollten. Das gefällt mir eigentlich überhaupt gar nicht. Gut, das ist eine Personaltür, aber doppelte Personaltür, ja, okay. Unsere Jungs dürfen da ja eh nicht rumlaufen, oder? Ja gut, dann muss es uns auch nicht sonderlich kratzen. Also, mich wundert es jetzt. Ach so, Moment mal, jetzt kommt mal gar was. Ich glaube, das müssen wir doch, haben wir das überhaupt schon freigeschalten? Genehme, genehme, genehme. Es ist ja eigentlich alles genehme. Ich glaube nämlich, dieses Arbeiten. Gefängnisarbeit, doch, das ist schon freigeschalten. Ne? Erfordert Vorarbeiter. Wochenputzen, zwei spart einmal Gehalt. Einkommen gleichzeitig lernen die Hälfte neue Fähigkeiten. Okay. War aber schon. Okay, wir haben ja eigentlich alles, außer das, was wir nicht brauchen. Okay. Also, finde ich find jetzt ein bisschen schade, dass sie. Moment, was ist hier? Da kommt Strom. Da kümmern wir gleich mal drum. Ah, okay, da ist tatsächlich kein Strom. Aber warum? Ach so. Oh, gut. Könnt ihr das mal machen, Jungs? Ihr seid doch so viele. Dann würde ich sagen, ja, warten wir mal ab, ob die jetzt unbedingt die Köche arbeiten, ob die jetzt unbedingt hier was lernen wollen oder nicht. Dazu glaube ich, müsste man noch mal ganz kurz einmal schnell den Termin planen. So, was haben wir denn hier? Hof, um im Hof irgendwas machen. Gemeinschaftsraum, Bewährung, Bewährung, Bewährung. Wo haben wir denn unsere? Haben wir das? Das ist aber schon Werkstatt, oder? Das steht doch. Ja, Werkstatt. Plan bearbeiten. Wo haben wir den Gemeinschaftsraum, Bewährung, Bewährung? Haben wir schon? Nochmal Bewährung. Krankenstation. Ausbildung, ja, das ist die nach der Werkstatt. Ach, da oben haben wir es ja. Mal ganz oben. Okay. Ja, genau, Werkstatt. Okay. Naja, gut. Einführung in die Sicherheit, in die Werkstatt und dann, vielleicht würde es ja jemand machen und dann schauen wir mal, ob man vielleicht, da kann man nämlich dann wirklich Produkte herstellen und die auch, glaube ich, sogar verkaufen dann irgendwie. Man konnte irgendwie Schilder, Autoschilder oder sowas her. Also komisch. Muss ich mal schauen.
Habe ich noch irgendwas vergessen? Nein. Er sagt eigentlich, es ist alles da. Tische sind da. Haben wir schon die ersten Platten? Keine Ahnung. Ach so, Moment einmal. Ach, mein Benasser Depp. Freilich. Ich glaube, wir müssen einfach nur. Ja, nicht im Einsatz. Wo ging das hier? Hier. Ach so, benötigt Einführung in die Sicherheit in der Werkstatt. Und dann kommen wir wiederum. Ich mache das jetzt einfach mal. Dann brauchen wir aber 5 Plätze. Okay, dann machen wir es jetzt doch so, dass wir das mal richtig ausrüsten, das Ganze. Ich hoffe, das klappt jetzt so. Wenn nicht, müssen wir die Dinger nochmal umstellen. Ich stelle das jetzt mal so her. Oh, aber da bringen wir nur 2 her, gell? Ah, blöd. Aber wir könnten ja. Moment einmal. Das kannst du doch nur überlegen, wieso. Der meint das eigentlich nicht direkt an die Wand hin. So. Der war noch mal weg. Dann müsste man da ja eigentlich 3 rein hinbringen, oder? So. Genau. Doch super. Da haben die die Tische, dann können da reingehen. Passt mir eigentlich voll und ganz. Und ich tue jetzt da gar nicht lang rum. Dann machen wir das jetzt hier auf der anderen Seite auch gleich. Ach so, das geht wegen der. Ach, das geht wegen der blöden Kamera nicht. Ich lege jetzt gerade, wir müssen. Ja, man hat einen versetzt. Oh. Nein, halt. Oh, das war die falsche. Und die Tische. Ja. finde ich eigentlich ganz okay. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Nein, ich würde die ganz gern wirklich näher zusammenstellen. Und vor allen Dingen, dass die da so nah an der Tür waren. Hier ist man, aber hier hätte man es eigentlich stehen lassen können. Hier ist mir wurscht. Da lassen wir es jetzt so. Das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so zusammenkehrt, aber ich lasse jetzt einfach mal so. Weil es hat jetzt einen Grund gehabt, den natürlich. Ach so, Metalldetektor, man die, eigentlich haben wir die hier, gell, die Kontrolle. Und da kommen wir es ja nicht durch. Ja, dann lassen wir. Also 3 Metalldetektoren, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht. Dann machen wir jetzt hier mal, die brauchen nur die Verkabelung. Und hier brauchen wir auch die Verkabelung. Auf das eine machen wir von oben, das andere machen wir von unten. Wunderbar. Das hat schon Verkabelung, das hat auch schon Verkabelung. Gut.
Sehr schön. Die bringen auch schon die Blechplatten hierher. So soll es sein. Wieso fällt denn da schon wieder ein? Ne? Gibt's doch nicht. Jungs, das muss schneller gehen mit dem Posten besetzen. Sechs Überwachungskameras ist ein bisschen happig, aber okay. Ja, lieber zu viel Sicherheit. Zu viel Sicherheit kann in einem Hochsicherheitsgefängnis überhaupt gar nicht sein. Das sage ich euch gleich. Okay, sehr schön. Und dann machen wir so, dass. So, jetzt stehe ich einfach mal die sechs Leute, das sind sechs Arbeitsplätze. Und was ist jetzt? Nein, das ist das. Oh, der ist am Rande seiner Kapazität. Ich hab's mir fast gedacht. Fernseh, elektrische Geräte oder. Ach Mann. Okay. Dann müssen wir das jetzt anders machen. Dann müssen wir unten doch einen Teil nutzen. Wenn wir haben ja genug Raum unten, jetzt passt es mal auf. Dann müssen wir das jetzt so machen. Folgendes. Wir schneiden hier die komplette Stromversorgung weg. Ah, halt, na, da nicht. Die, die darüber führt, schneiden wir weg. Das sind nämlich die Kameras, die. Auch hier, das machen wir weg. Das müsst ihr jetzt mal ziemlich schnell machen. Danke, Jungs. So, jetzt haben wir die vom Strom genommen. Jetzt müsst ihr doch eigentlich. Ja, sehr schön. Und jetzt machen wir hier nochmal. Wenn der wirklich so überlastet ist, von da oben, wo ich ihn jetzt nicht ziehen, machen wir hier nochmal einen Kondensatorraum her. Macht ja nichts. Wir brauchen die Versorgung auch noch hier für diese Zellenblöcke, die wir hier noch bauen wollen. Völlig klar. Also, den bauen wir richtig hier in die Mitte rein. Den Platz brauchen wir auch, weil die Kondensatoren ja auch rundherum kommen. Achso, Moment. Es sollte natürlich auch eine Tür hineinführen in das Ganze. Personaltür. So, Personaltür. Und Tonwand. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So. So, und dann machen wir natürlich auch gleich. Oh, Kondensatoren, Max Plus. Ach komm, das habe ich gar nicht gewusst. Hätten wir uns jetzt sparen können, oder wie? Hätten wir einfach nur besser. Naja, ist ja wurscht. Dann machen wir jetzt den. Ach so, das geht erst. Verstehe, das geht erst, wenn er. Ja, Jungs, wie schaut's aus? Ach so, ihr könnt da nicht hin, weil es da keinen Durchgang gibt. Haha, clever. Nein, nicht clever, sau dumm, aber okay. Kann passieren. Kann passieren. Dann machen wir den Eingang auch nicht da, sondern hier. Ja. Und dann machen wir auch hier. Noch bis hier runter einen Weg. Kehrt. So, Jungs, wie schaut's denn aus? Ah ja, da kommt der erste mit der Tür. So, Tür hinein. Und jetzt könnt ihr doch loslegen, oder? Eigentlich müsstet ihr jetzt alle loswieseln. Da kommen wir es ja schon. Dann wird die Wand gebaut, okay.
Da kommt der. So, auf. Oh, wie kommt ihr zwei da rein? Du meine Güte. Es hat euch jemand eingesperrt. Nein, 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 nein. Nein, Moment, ich komm schon, komm schon. Machen wir hier trotzdem einmal so eine Tür. Warum auch immer. Da kommt er schon. So, gut. Das war mal das. Jetzt weiß ich, Arbeit, Freizeit. Haben wir mal Programme. 2 interessiert Sicherheit in der Werkstatt. Na, immerhin. Okay. So. Ihr dürft auch wieder raus, ihr drei. Meine Güte, jetzt habe ich schon einmal gemacht. So Leute, könnt ihr jetzt bitte hier den Strom legen? Das gibt's doch nicht. Wieso machten die immer, machen die eigentlich immer nur einen Arbeitsschritt und dann ging es wieder? Jetzt ja. Na also. Na also. Was ist jetzt wieder? Aber der ist doch, diese Zwick hat ja sonst keine Verbindungen. Wo hängt's? Wie habe ich den Test da gemacht? Die sind ganz außen rum gebunden, gell? War jetzt teuer genug. Wahnsinn. Wir haben noch sehr viel Platz für neue Insassen. Stimmt. Vielen Dank für den Hinweis. Meine Güte. Ja, logisch. Wir haben ja schon... Ach du meine Güte. Mei, das habe ich ja total vergessen. Weil wir ja... Hängt da jetzt eigentlich nur irgendjemand in dieser... Also total verschwitzt. Sagt es einmal. Nein. In der Verwahrungszelle... ist keiner mehr. Also wir haben... Was ist denn da rum? Hallo? Konnte ich noch mal irgendwann aufhalten? Der hat einen Hund umgebracht. Nein! Nein, der Fob. 84 schwere Einfall bei Mord, Mord. Okay, jetzt machen wir Mord. Und Hundemord. Kommt jetzt auch noch dazu. Und wieso macht denn da keiner auf? So, Jungs, was ist denn da jetzt los? Das gefällt mir überhaupt nicht. Na also, geht doch. Kann man denn da... hier, Netzschalter. Jetzt mal da rein, weiß ich genau, was das bedeutet. Schallungssystem brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Jetzt haben wir wirklich noch mal genug Strom für alles andere. Ja gut.
Wobei, ich überlege gerade, war natürlich jetzt auch eigentlich dumm. Ach so, ne, Moment einmal, hier hätten wir ja eigentlich nur Abwasser, oder? Ja, hier haben wir ja nur ein freies Pumpwerk. Wobei das untere Pumpwerk eigentlich gar nicht so viel machen muss. Könnte reichen. Obere ist schon ganz schön beschäftigt, das untere hat noch Platz. Gut, okay. Dann ist es soweit. Dann würde ich jetzt sagen, wir fangen tatsächlich langsam an. Nee, machen wir nicht. Wir machen jetzt zuerst einmal halt. Wann kommen neue Häftlinge? Wann habe ich das immer eingestellt? Und 23 Uhr haben wir jetzt gerade verpasst, oder? Ah Mann. Dann machen wir 0 Uhr. Ja. Und holen mal. 10 neue. Wunderbar, die kommen jetzt gleich noch. Jungs, seid ihr fertig? 45 Wachen. Kommen wir damit klar? Ja, links steht ja immer die Zahl, die gerade nichts machen, oder? Gut. Und unsere Bauarbeiter hängen da auch recht faul rum und machen auch nichts. Ja, Blase, Erholung, keine Ahnung. Ihr habt einen Mitarbeiterraum, es ist alles da. Ihr könnt ja auch aufs Klo gehen. Also, okay, die Klo haben keine Türen, aber kann jetzt auch nichts dafür. Nutzen die dann die Toiletten nicht, oder wie? Doch. Natürlich. Also entschuldige mal, ihr habt doch hier den höchsten Komfort, oder? Wollen wir doch einmal schauen. Raumqualität. Ach so, macht er für den Ding gar nicht. Okay. Na denn. Also, ihr habt doch einen super Pauseladen hier, oder? Fernseher, Sofas, Billardtisch ist doch alles da, was das Herz begehrt. Braucht ihr noch mehr? Hängen wir mal noch ein paar Bilder auf. Leider stehen da. Kaffeemaschine haben wir keine, oder wird? Doch, haben wir schon. Kaffeemaschine haben wir schon. Radio stellen wir noch her. Spielautomat brauchen wir eigentlich nur einen. Tischtennis, naja, muss jetzt auch nicht unbedingt sein, oder? Schachtisch, ja, von mir aus. Für die, die gern Schachtisch, Schachspulen hier in die Mitte. Ventilator haben wir auch schon. Es ist eigentlich alles da, oder? Also seid ihr meine Best. Ist doch super ausgerüstet. Bisschen wenig Stühle, aber braucht ihr? Habt doch jede Menge Sofas. Wo haben wir denn die Sofa hier? Da haben wir die Sessel. Nein, seid ihr meine Best, ja. Oh. Oh. Was ist da los? Ui. Schon wieder toter Hund. Kruzifix. Ein Todesfall. Mann. Ah, das kann immer wieder mal vorkommen. Ah, was ist denn jetzt eigentlich? Total verpennt hier. Bei lauter Action. Der Hund ist tot. Nein, der Hund ist tot. Okay. Der tote Hund kommt auch in die Leichenbahre. Das ist ja nett. So, Jungs. 70 sind wir jetzt. Sehr gut.
Geld haben wir mittlerweile echt im Überfluss. Also vielleicht sollten wir uns wirklich nur überlegen, ob wir noch irgendwo ein bisschen mehr Leute stationieren. Wobei zwei, eine Patrouille und hier einen auf Station sollte doch eigentlich reichen, oder? Da holt den Griffiths auch irgendjemand ab. Ja, nee, nichts mehr. Zellenqualität, kannst total knicken. Gibt's nichts mehr. Sehr schön. Okay, das war das. Der Strom ist auch da. Okay. Brauchen wir da eigentlich eine Überwachungskamera? Nicht unbedingt, oder? Nö. Also da habe ich nun, ich hab schon früh gespielt, aber da habe ich eigentlich noch nie einen Ärger gehabt, dass da irgendjemand Probleme macht. In diesem mit dem Strom, also dass irgendjemand irgendwas irgendwie mit dem Strom versucht. Noch nie. War noch nie da. Haben wir noch Metallboden eine? So. Da ist der Vorarbeiter. Er wartet jetzt drauf, oder? Dass die, genau, dass da irgendwie die Kummer zur Ausbildung. Der wollte eigentlich kommen und hat sie erwischt lassen. Oh Mann. Da kommt noch einer, oder? Der Trash? Ja, sehr schön. Ja, immerhin. Jetzt schauen wir uns das mal an. Arbeitet. Also er geht zuerst an die Säge. Und der unterrichtet ihn. Das ist doch super. Das gefällt mir. Okay. Mal nebenbei hier das Klemmbrett aufmachen. Ah ja, Sicherheit in der Werkstatt. Ich habe schon vier Reden. Ne? Ist doch super. Habe ich mir schon gedacht. Und wenn die, dann könnte man ja eigentlich die Tischlerlehre auch machen. Machen wir jetzt auch. Dann haben wir eigentlich echt alle Programme. Und dann schauen wir mal den Terminplan. Tischlerlehre, super, das machen die hintereinander, ist ja perfekt. Super. Dann könnten wir uns ja überlegen, ich rufe. Könnten wir uns ja überlegen, ob wir vielleicht tatsächlich noch eine zweite Werkstatt hier einrichten. So zwar nur kleine, aber das ist ja ein Wahnsinn, wie die Ameisen. Super, ja gut, Jungs, ich sehe schon, ihr wollt was zu tun. Das bedeutet für euch ganz klar, im nächsten Teil werden wir. Ja, na, Moment mal, ja, im nächsten Teil kümmern wir uns dann um die fehlenden zwei Blöcke noch. Aber jetzt mag ich erst einmal schnell schauen. Da kochen sogar die Häftlinge. Habt ihr genug Platz, oder? Schafft ihr die Essen alle? Ja, schaut so aus. Müssen jetzt mehr machen. Ja, scheinen die aber zum Schaffen, oder? Das sind ja eigentlich genug. Ja, die sind schon fertig. Ja. Ja, wir haben noch sehr viel Platz für neue Inseln. Ist schon recht. Kommen jetzt dann. Kommen jetzt dann. Super. Also die scheinen das Essen auch ranzukriegen. Jetzt für 70 Leute haben wir jetzt. Genau, 70 Gefangene. Wunderbar. Dann werden wir, machen jetzt Pause. Im nächsten Teil holen wir uns dann die 80 Leute und dann fangen wir an, die letzten beiden Zellenblöcke zu bauen. Ich denke, mehr werden es dann nicht mehr werden, wobei wir natürlich hier unten auch nochmal hier vier Blöcke, dann waren wir heute richtig randvoll. Aber dann habe ich echt die Befürchtung, dass uns die Kantine nicht mehr reicht. Können wir uns überlegen? Können wir uns überlegen? Also das mit der Werkstatt hat wirklich gut funktioniert. Wir haben jetzt auch praktisch die Ausbildung, Sicherheit in der Werkstatt und die Tischlerlehre. All cool. Es wird der Titel dieser Sendung. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, sagt der DJ Nick.
Schaut sich in der nächsten Folge wieder ein, da würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Servus. Pfiat euch.